Wir werden jetzt anfangen mit Spenden einzusammeln für den König. Wir spenden wie jedes Jahr 1 Liter. 1 Liter ist 1,50 Euro. Danach werden wir zwischendurch mal hier die Youngsters barbieren. Versteigern hast du recht. Hast ein bisschen Lampenfieber, ne? Lampenfieber. Ja, du bist halt als Junggesellenvater schon der erste Vorsitzende, quasi der Papa des Vereins. Sag ich mal, dein Wort hat dann halt schon Gewicht. Man muss halt gucken, dass man diesen Haufen trotz allem immer zusammenhält, dass da jetzt keiner über die Stränge schlägt oder man sich bei anderen Vereinen daneben benimmt. Man muss das Ganze schon so ein bisschen organisatorisch zusammenhalten und gucken, dass nichts aus dem Ruder läuft. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Schön, dass ihr alle da seid. Es ist mal wieder Maiversteigerung. Ich gehe mit meiner Glocke durch die Reihen. Wir haben das Jubiläums-Maifest 2018. Es geht auf die Königsspenden. Unser diesjähriger Jubiläumskönig, 175 Jahre. Die Aufgabe des Ostklöppers ist es, an dem Tag mit der Glocke Geld einzusammeln. Sei es in Form von Spenden der Vereinsmitglieder. Spendet ein Vereinsmitglied was, wird das mit der Glocke bejubelt. Wir kommen zur nächsten Tischspende des heutigen Abends. Der jüngste Tisch hier vorne spendet nochmal 5 Liter pro Person. Das Anstoßen auf das Jubiläumsjahr 2018. Ja, das ist Körrenzig. Das gibt es einmal nur. Wir sind die Blume am grünen Strand an der Ruhr. Und aus der Blume, da lupftet der Humor. Und darum trinken wir auf Körrenzig an der Ruhr. Wir werden in wenigen Minuten mit der Youngster-Versteigerung 2018 beginnen. Aus diesem Grund wünsche ich niemand geringeren als unserem Schirmherr des Jubiläums, Simon Matsrath, zum Vorstandstisch. Alle Mitglieder, die neu in den Verein reinkommen, werden ja wie immer, das wissen alle neuen Mitglieder, am 30. April das erste Mal in ihrem Leben rasieren. Wenn ich euch angucke, stimmt das. Ne? Ja. Ich bin Körrenziger Jung, ich bin hier aufgewachsen, groß geworden. Und da erwartet man halt eigentlich, dass man 15 wird, dass die Tradition quasi zuschlägt und der Vorstand dann klingeln kommt und ich ein, letzter Maiversteigerung. Ja, und so kommen die Körrenziger halt dann in den Junggesellenverein. Ne? Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 neue Mitglieder. Also ich habe mir überlegt, die Youngster werden in Liter versteigert. Das heißt, wenn du 50 bietest, kriegt der neue Maikönig, egal wer es wird, 75 Euro mehr, nur weil die Rasur von ihm versteigert wird. Vielen Dank. Wer geht über 50 Liter? 60 Liter! So, wer war das? Jawohl, jawohl. 90 Liter! 90 Liter! Für Jan Mühlfahrt! Es kann sein, dass du derjenige sein wirst, der in der Vereinsgeschichte das teuerste Gebot für eine Rasur bekommen hat. Wie fühlst du dich damit? Toll. Hat mal einer ein Taschentuch? Ich glaube, er muss weinen. Ich bitte auf den Tisch hier vorne. Steven, ein Gukian. Stellst dich ganz normal vor, machst du so, musst dich natürlich interessanter machen, damit die das auch machen wollen. So. Muss ich ein bisschen gut verkaufen. Liebe Junggesellen, der Steven ist im Trommlerchor die leitende Trommel, erste Trommel, oder? Ja, will ich mal so behaupten, ne? Ja. Mach den Schuh an, wenn du Butter. Ja, danke. Steven, dich muss ich nicht viel fragen, bei dir wusste ich schon, seitdem du 10 bist, dass du bei uns irgendwann mal landen würdest, ne? Ja, normal. 50 Liter für die Rasur von Steven. 60! 60 von Timo. 80 von Lukas. 90 von Timo. 90 Liter für Steven zum ersten. 90 Liter für Steven zum zweiten. 90 Liter für Steven von Timo Bergs zum dritten. wird man halt gekauft. Aufgeregt war ich jetzt nicht wirklich. Ich habe mich eigentlich darauf gefreut, darauf, dass ich in den Junggesellenverein komme. So. Verehrte Kassierer, wäret ihr so gut und würdet mir den Zwischenstand nennen? Zum Beispiel der Maikönigsposten, die Maifrauen, ja, das Barbieren. Das wird dann alles versteigert, um praktisch das Maifest zu finanzieren. 2.101 Euro. 2.101 Euro! Ich rufe jemand aus. Auf die Königswürde des Jubiläumsjahres 2018. Wer ist es sich wert, Maikönig unserer schönen Gesellschaft zu werden? René Kappler mit 20 Liter auf die Königswürde von René Kappler. 90 Liter von Felix Müller auf die Maikönigswürde 2018. 20 weitere Gebote. 110 Liter von eventuell Maik Häuser. Ja. 110 Liter von René Kappler sind im Gebot. 110 Liter auf René Kappler für die Maikönigswürde 2018. Danke, Simone. 120 Liter von Felix Müller auf die Maikönigswürde 2018. 120 Liter. Es geht sich um nichts Geringeres als auf die Jubiläums-Maikönigswürde. Ihr wisst, wie lange wir uns darauf gespart haben. Kappes, was hast du dazu? 130 Liter. 130 Liter von René Kappler darauf. Es ist halt oft so, dass wenn man weiß, derjenige will König machen, dass dann andere Leute dann halt mitbieten, um das halt ein bisschen spannender zu machen oder auch ein bisschen das Maiversteigerungsgebot in die Höhe zu treiben und sowas. Und anfangs dachte ich, ja gut, dann macht hier der Herr Kappler das halt aus dem Grund und um mich ein bisschen halt auch zu zanken und so. Und dann irgendwann hatte ich dann nachher gemerkt, oh, ich glaube, der meint es doch ernst. 200 Liter für Felix zum Ersten. Höre ich andere Angebote. 200 Liter. Das sind 300 Euro. Ja, das soll er machen. Okay. 200 Liter von Felix Müller für die Maikönigswürde des Jubiläumsjahres 2018 zum Ersten. 200 Liter, das entspricht 300 Euro für die Maikönigswürde 2018 zum Zweiten. Und 200 Liter für die Maikönigswürde 2018 des Jubiläumsjahres zum Dritten. Es gibt echt viele Leute, habe ich gehört, die dann wach liegen und dann, oder die halt darauf warten, dass es endlich passiert, weil es gab halt auch schon mal Jahre, wo es keinen Maikönig gab. Wir treffen uns dann meistens mit den anderen Maifrauen, treffen uns dann irgendwo zusammen, meistens bei der Königin oder je nachdem und machen uns dann auch einen gemütlichen Abend oder unternehmen irgendwie was. Ja, weil so viel Information kriegst du während des Abends ja auch nicht von den Jungs, weil die ja meistens anderweitig beschäftigt sind. Ja, also wir kriegen da nie so viel von mit eigentlich. Irgendwer bekommt dann halt immer die Nachricht über WhatsApp. Ja, und man ist dann schon sehr aufgeregt, obwohl man eigentlich ja schon drauf eingestellt ist, aber man ist dann immer sehr aufgeregt. Wahrscheinlich aufgeregter als wir hier unten drunter Nadel. Ja, weil man weiß halt nicht so, wie es gerade abläuft. Dann passieren auch Sachen, die eigentlich so nicht geplant waren und dann deswegen ist man dann halt immer so ein bisschen aufgeregt. Man weiß halt nie, wie es kommt. Verehrte anwesende Junggesellen, wir kommen zu dem interessantesten Teil des Abends. Es werden nun die in Körrenzig entweder geborenen oder gemeldeten Maifrauen ersteigert, oder aber jede Frau, die im Vorhinein von Junggesellen angemeldet wurden. Also erstmal habe ich gedacht, oh mein Gott, gekauft, was hat das zu bedeuten? Also ich kannte das ja überhaupt nicht, weil bei den Schützen ist das ja überhaupt nicht so. Ja, dann haben die mir das erstmal so erklärt, dann habe ich auch erstmal gedacht, okay, hört sich das schon ein bisschen komisch an, wenn die Männer da die Frauen ersteigern. Ja, aber irgendwie fand ich es dann doch ganz lustig. Und die Leute sind auch fast alle dem Junggesellenverein sehr aufgeschlossen gegenüber. Jetzt nicht, dass sie vielleicht im Maizug mitgehen, aber dass sie jetzt nicht sagen, nee, ich möchte nicht versteigert werden oder so eine Sache. Das gab es eigentlich nicht oder gibt es eigentlich nicht. 20 € für Niklas, 20 € für Niklas für den heutigen Abend, 20 €, 30 € für David. Für 30 € sage ich euch sogar das Geburtsdatum. Das Geburtsdatum ist 92. Diese Frau ist 1992 geboren. 40 € für Niklas, 40 € für Niklas von Rich. Wo die wohnt? 40 € für Niklas von Rich. Diese Frau ist wohnhaft auf der Kochner Straße. Kochner Straße. Also, wir sprechen von einer Frau, die 1992 geboren ist, wohnhaft auf der Kochner Straße. 45 € sind wir momentan, 45 € Maximilian Schumacher für eine Frau, die 1992 geboren ist. Ah, 50, Lukas! Also es wäre schon mal irgendwie lustig, das mal zu sehen. Klar, man weiß halt so im Groben, wie das halt abläuft. Aber so, wir waren halt noch nie da, wir dürfen ja auch nicht dabei sein, also so... Ja, obwohl es ja eigentlich um uns geht. Diese Frau stammt nicht aus Körrenzig, hat zu Hause aber eine Menge Pferde. Matthias! Ich weiß, der hat 100 € geboten. Matthias Hebles zum Dritten! Natürlich kauft der Freund die eigene Freundin, so, das ist klar. So, das sind die Highlights, so, die werden dann auch einzeln vorgelesen. Es gibt auch noch so welche aus dem Dorf, die kennt halt nicht so wirklich jemand oder sowas. Oder die auch nicht wirklich was mit dem Dorf zu tun haben, gerade erst zugezogen sind oder sowas, die kommen dann so Pakete, werden die gepackt, so ein 10er-Paket, dann werden die mal für 5 € oder so verkauft einfach. Die kauft dann irgendjemand. Wenn eine junge Frau komplett neu nach Körrenzig zieht, mit dem Brauchtmann sich einfach nichts anfangen kann, im besten Fall ist die im Vorhinein von ihren Nachbarn da irgendwie gebrieft worden, dass die im Vorhinein was wissen. Jeder kriegt so ein Kärtchen in den Briefkasten geworfen, da steht drauf, sehr geehrte Maifrau so und so, sie wurden von dem gekauft. Wir hoffen, dass sie in der Maizeit demjenigen nicht versagen und sowas. Das Kärtchen kann sie genauso gut in den Müll schmeißen. Das hat für sie, wenn sie es ihm nicht möchte, ja genau dieselbe Bedeutung. Und der Junggeselle wird ja schon wissen, dass da kein Interesse besteht. Weil mein Freund auch halt so nett gefragt hatte dann und so, habe ich dann halt gesagt, ja, okay, muss ich mit meinen Eltern besprechen. Und meine Mama, die war auch Feuer und Flamme. Gut, mein Vater, der hat das irgendwie nicht so wirklich interessiert, ne? Halt Männer, ja, und dann bin ich dann losgestiefelt bei der Tante mit meiner Mama und ja, haben wir ein Kleid gekauft. Auf einer Wiese am Ortsrand treffen sich die Junggesellen, um den Maibaum zu schmücken. Als Maibaum verwendet man einen ca. 15 Meter hohen, gerade gewachsenen Tannenstamm, der geschält und spiralenförmig grün-weiß gestrichen ist. Dann Hubert, Alfred, Manny, Günther und André, zweite Gruppe. Der Vorsteher des Junggesellenvereins, Junggesellenvater genannt, teilt die Maijungen in 5 Gruppen ein, die jeweils für das Tragen eines Baumteils verantwortlich sind. Und dann Willi, Hartwig, Chris, Thomas und Peter. Und dann hier, ihr seid die letzte Gruppe dann, ne? Das angebrachte Schild besagt, dass die Maijungen ihren Maibaum zu Ehren der Mädchen von Körrenzig aufstellen. Und nun wird es Zeit, den gekränzten Baum zum Kirchberg zu bringen. Sobald die Gruppen festgelegt sind, heben die Junggesellen auf Kommando des Junggesellenvaters den Baum hoch. Nun kann der Umzug beginnen. Der Junggesellenverein Körrenzig zählt im Jahre 1979 55 Mitglieder. Das älteste schriftliche Dokument des Vereins ist das heute noch gut erhaltene Junggesellenbuch von 1843. Dieses Datum lassen die Körrenziger Junggesellen als offizielle Gründungszeit gelten. Der Maibaum wird oben auf dem Kirchberg errichtet. Hierbei müssen alle Junggesellen helfen, keiner darf ausbleiben. Hallo! Das Stammende wird in eine eigens dafür ausgehobene Grube versenkt. Ein paar Junggesellen richten die Stammspitze langsam auf. Die übrigen stützen das schwere Stammende mit beiden Händen. Du bist da dran vorbei. Der Tanz in den Mai, die Walpurgisnacht, der letzte Tag des Aprils, ist der Tag, an dem in Körrenzig der Maibaum aufgestellt wird. Der Maibaum hat an sich eine Symbolkraft, er hat keine weitere Funktion. Und dieser Kraftakt, diesen Maibaum da aufzustellen, was in all den Jahren Gott sei Dank immer funktioniert hat, soll dann quasi den Mai einläuten, den Wonnemonat, dass der Frühling erwacht. Ein bisschen zurück! Ein bisschen zurück! Gib mal zurück, Männer! Ein bisschen zurück! Nicht ziehen, nicht ziehen! Jetzt runter! Hin höher! Höher! Hoch! Wir gehen schon mal. Okay. Zum Aufrichten bedient man sich einer besonderen Stange mit eigener Vorrichtung. Das gabelförmige Ende der Stange gibt dem Baum den nötigen Halt. So wie beim Baumschmücken und beim Umzug durch den Ort hat auch hier der Junggesellenvater die organisatorische Verantwortung. Er wird dabei von den Vorstandsmitgliedern unterstützt. Wir sind ja der letzte Junggesellenverein im Stadtgebiet, aber früher war es gang und gäbe, dass dann die Rohrscher Junggesellen vorbeikamen und dann quasi als Trophäe den Maibaum abgesägt haben und mitgenommen haben, der dann gegen Geld oder Applaus gelöst werden musste. Und das ist natürlich schon ja, eine Schande für den Verein. Jetzt ist es Gott sei Dank in den letzten gefühlt 30 Jahren nicht mehr dazugekommen. Trotzdem ist es eine Tradition, dass der Maibaum die ganze Nacht über bewacht wird, bis die Sonnenstrahlen aufgehen, und da bleiben wir auch bei. Nachmittag desselben Tages treffen sich die Mitglieder des Junggesellenvereins und diejenigen, die es werden wollen, in einer Gaststätte. Hier soll die Aufnahme der Neulinge in den Verein stattfinden. Der Junggeselle, der den Kandidaten Rasierschaum um den Bart schmiert, lässt sich einige Späße einfallen, um das Publikum zu erheitern, wie zum Beispiel Salz in den Rasierschaum streuen. Nun frage ich euch, ihr Junggesellen von Körrenzig, seid ihr gewillt, Wilhelm in euren Kreis aufzunehmen? Die Sitzung leitet der Versteigerer, auch Ausklöpper genannt. Dieser ist meist ein älteres Vereinsmitglied, der die Maischatzversteigerung durchführt. Er wird vom Vorstand bestimmt. Hiermit in die Riege der Junggesellen von Körrenzig aufgenommen. Bei der Rasur benutzt der Ausklöpper ein Tapeziermesser. Die Verwendung dieses ungewöhnlichen Rasierutensils entspricht dem Charakter der Eignungsprüfung, die nicht allzu ernst zu nehmen ist. Dem Kandidaten, der zum Schluss an die Reihe kommt, wird die ganze Schüssel voller Schaum aufs Gesicht geschüttet. Dies löst ein dröhnendes Gelächter im Saal aus. Auf diesen Augenblick hat man hier mit kaum verhohlener Schadenfreude gewartet. Nun bist du, kleiner Käpp, in die Riege der Junggesellen von Körrenzig aufgenommen. Wir sind alle ganz hier Junge, wer will, wer soll kommen. Alle Kandidaten haben ihre Tauglichkeit unter Beweis gestellt und können nun in den Verein eintreten. Dadurch, dass die älteren Mitglieder sie in ihren Kreis einschließen, werden die Neulinge auch symbolisch in den Verein aufgenommen. Wisst alle, wie es läuft, das ist absolutes Handy, Foto, Video, sonst was. Sonst was Verbot. Ne? Wir haben einmal klare Gemüsebrühe. Griechischer Linseneintopf, Meerrettich. Und für die Haare Ahornsirup. Geil! Wenn einer aufkriegt, die Magiflasche noch. Ich habe dafür gesagt, ziehst du durch. Und dann stehen die alle Türen offen. Ich habe ja was ganz, ganz Feines vorbereitet. Fischrogen! Rote Beete, Heringssalat, Eiersalat, Fischrogen, du die Zeit bitte. Lukas, denk daran, die anderen wollen auch noch was. Ey, Timo, das stinkt doch unter Salm hier. Würzen! 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 Auf die Hose! Auf die Hose, Jungs! Noch eine halbe Minute, Timo! Würzen! Würzen! Ketchup! War schon nicht so lecker. Ne. Nochmal muss ich das nicht machen, aber war okay. Bester Mann, Junge! Bester Mann! Liebe Junggesellen! Seid ihr gewillt, den Junggesellen Steven in die Junggesellenriegel aufzunehmen? Das ist einfach der Stolz, weil es ja einfach jeder andere, der dich da gerade im Blau angeschrien hat, genauso über sich ergehen lassen musste. Und das ist dann ja sowas wie die Taufe oder das, es ist einfach das Ritual, was dann eben den Moment besonders macht, wenn man dann das Tapeziermesser an die an den Halsschlagader gehalten bekommt und dann gefragt wird, ob die Junggesellen bereit sind, dass der Neuankömmling in die Regel der Junggesellen aufgenommen wird, und es wird immer lauter als Ja geschrien, und dann das ist nicht peinlich. Ist halt so ein nettes Ritual, finde ich halt, um halt die Ernsthaftigkeit bei den Leuten abzuklopfen, wie sehr man wirklich Lust auf den Verein hat, oder ob man das jetzt nur macht, weil die Eltern sagen, du sollst das machen oder sowas, und ja, vielleicht ein bisschen so eine Hemmschwelle aufzubauen, um nur die Leute in den Verein eintreten zu lassen, die da wirklich Bock drauf haben. Ich wohne schon immer in Körrenzig und da ist auch ein bisschen die Verbundenheit da. Und ich würde auch alles so für den Verein tun. So. Ich bin auch schon lange im Trommlerchor hier in Körrenzig. Also schon seit ich 9 bin oder so habe ich angefangen. Und wenn man das einfach mag, dieses Zusammensein einfach mit den Leuten aus dem Dorf, so, dann passt es auch einfach so. Hier, Freund. Er muss mitsingen. Flaschenöffner. Andere Seite. Wenn Maiglöckchen blühen im Ruhischer Wald, dann feiert Körrenzig sein Maifest bald. Sehr geehrtes Fräulein, wir geben hier bekannt, dass der Herr Jan Mühlfahrt Sie als Maischatz auserkoren. Dankeschön. Wir hoffen, dass Sie den schönen Maitag in Ihrer Zuneigung nicht versagen. Ja, wenn das Schiff das Klavier an Bord erklingt, ja, dann sind die Matrosen so schön, ja, so schön, weil dann jeder nach seiner Heimat sich sehnt, die er gerne einmal wiedersehen will, die er gerne einmal wiedersehen will, die er gerne einmal wiedersehen will. Sie hat ja eine körperliche und geistige Behinderung, und wir haben irgendwann mal angefragt, ob das ein Problem ist, wo sie 16 geworden ist, ob wir dann auch was machen dürfen, weil will ja nicht jeder dann so in der Öffentlichkeit damit stehen. Dann haben die Eltern gesagt, nee, wir würden uns freuen, und seitdem gehen wir dann halt, wie viel, 33 oder 34, seitdem kommen wir auch immer dann hier. Und der Neue aus dem Verein, der macht immer automatisch einen Maifest. Und dann bekommt die den auch immer an dem Tag. Ja, also ne, das ist nicht nur immer Bier trinken, sondern wir denken dann auch immer ein bisschen an die Dorfgemeinschaft oder auch an Leute, die dann halt nicht so einbezogen werden in den Vereinsleben. Man macht nicht für jede Frau, die man ersteigert, ein Maibild, das wäre viel zu viel Arbeit. Es ist Usus, dass man, wenn man mit einer Frau im Maizug geht, dass man der ein Maibild hängt, macht. Muss aber nicht zwingend sein. Wenn jetzt ein Paar, was seit 5 Jahren zusammen im Maizug geht und 5 Jahre Maibild gehangen wurde, entwickelt sich das dann im Laufe der Beziehung irgendwann so, dass man sagt, hör mal, dieses Jahr gibt es kein Maibild. Ich finde, es gehört irgendwie dazu, wenn man mit der Frau im Maizug geht, dass man ihr auch ein Geschenk macht. Und genau, habe dieses Jahr auch wieder ein Maibild gemacht. Maibilder ist eine Sache, die es in Körrenzig, also allgemein im Altkreis Jülich, glaube ich, deutlich häufiger gibt, als es in anderen Teilen vom Rheinland gibt. Da werden noch große Birken geschmückt und an die Häuser gesteckt. Das gibt es in Körrenzig fast gar nicht. Sondern ich würde jetzt sagen, wer was auf sich hält, der macht seiner Freundin ein Maibild. Als Dankeschön, als Zeichen der Freundschaft. Es gibt jegliche Hintergedanken, die man dazu haben kann. Ich habe überlegt, dass man so für ein Kügelchen, was ich so drehe, braucht man je nachdem 30 Sekunden. Ausgerechnet kommen hier ungefähr über 5000 Kügelchen drauf. Also ich bin eigentlich persönlich kein richtiger Künstler oder male jetzt nicht gerne oder so, aber ich finde, für so Zwecke setzt man sich trotzdem nach der Arbeit abends nochmal gerne dran, dreht die Kügelchen, klebt die Kügelchen. Und man freut sich auch nachher, wenn die Maifrau sich darüber freut. Wenn der Junge so ein Maiherz auffängt, das hat schon so eine gewisse Bedeutung halt auch einfach. Der setzt sich dahin, er macht sich die Mühe, der sitzt da halt wirklich, dreht die Kügelchen. Die machen sich ja auch schon Gedanken ums Motiv. Die meisten Männer, die wählen halt auch so ein Motiv, was irgendwie auch zur Frau passt oder ändern das irgendwie auch ab, dass die jetzt sagen, okay, meine Frau, die hat braune Haare, also mache ich auch irgendwie eine spezielle Disney-Figur machen, weil anstatt den blonden Haaren braune Haare oder sowas. Also ich finde das immer toll, wenn man ein Maiherz an die Hauswand hängen kann. Ja. Bei uns auch in der Familie haben wir noch ein paar Maibilder von meiner Mutter, die in ihrer aktiven Zeit bekommen hat, liegen bei uns auf dem Speicher. Wenn die rausgeholt oder nochmal gesehen werden, wird auch nur geschmunzelt von meinen Eltern aus über die vergangene Zeit. Die Junggesellen machen sich auf den Weg, ihren Maischätzen, die Maie, anzubringen. Diese sind Tannen- oder Birkengestecke mit Papierrosen und bunten Bändern verziert. Jedem Junggesellen bleibt es überlassen, welches Motiv er für sein Gebinde aussucht. Die Maie werden meist vom Gärtner gesteckt. Da das Maienstecken an den Häusern der Maibräute oft bis in die Morgenstunden dauert, versorgen sich die Junggesellen reichlich mit Bier. Die Leiter benötigt man, um an die Fenster der Maibräute heranzukommen. Als erster hängt der Maikönig seinen Mai bei der Maikönigin auf. Dann bringen alle Junggesellen der Königin ein Ständchen. Das ist ja bei den anderen Maifrauen sind es dann nicht mehr alle. Also klar, die Jungs gehen, das werden dann immer, je später es abends wird, desto weniger werden es dann auch. Und deswegen, wenn dann da alle stehen und singen, das ist schon sehr überwältigend. Ja, Simone fährt halt auf in die Pur ab und ich finde den halt total süß und das weiß Felix auch und deswegen denke ich mal, dass er das dann gewählt hat. Infolge der Maischatzversteigerung kommt es zu gegenseitigen Pflichten, die von den Maipaaren zu erfüllen sind. Am Nachmittag des 1. Mai hat der Maibräutigam mit einem Blumenstrauß bei seinem Maischatz zu erscheinen. Mit diesem ersten Besuch beginnen die Verpflichtungen des Junggesellen gegenüber seiner Maibraut. Jeden Sonntag muss er sie ausführen und an den Kommabenden ihr einen Anstandsbesuch abstatten. Er ist auch verpflichtet, sein Maimädchen beim Festzug am zweiten Sonntag im Mai und dem anschließenden Maiball zu begleiten. Die Maibraut hat die Pflicht, ihren Maibräutigam anzuerkennen. Sein Wohlverhalten erwidert sie mit vorgeschriebener Bewirtung im Elternhaus. Das vorschriftsmäßige Auftreten der Maipaare worauf nicht nur im Kreis der Junggesellen, sondern im ganzen Ort genau geachtet wird, überwacht die sogenannte Maipolizei. Mit dem Ende des Monats Mai endet in der Regel die förmliche Bindung der Maipaare. Wenn nicht, wie schon oft geschehen, aus dem Maibündnis ein Bund fürs Leben wird. Andere Ortschaften, gerade in der jüdischen Ecke, bei denen gibt es noch eine Maipolizei. Das sind dann Leute, die gucken, dass, wenn Festzug ist, dass die Leute alle gescheit angezogen sind, dass keiner auf die im schwarzen Anzug in den weißen Tennissocken geht oder dass man während des Zugs nicht austritt, um mal zur Toilette irgendwo in eine stille Gasse zu verschwinden. Das wird da auch bestraft. Das ist quasi das, was von dem ganzen Brauchtum, glaube ich, inzwischen noch übrig geblieben ist. Gerade so, wenn es so Richtung April so geht, dann werden alles schon so ein bisschen kribbelig, weil man wartet wirklich darauf, dass losgeht, wenn dann das Grenzen beginnt. Dann sitzt du halt wieder wie mit deiner großen, ja, Clique quasi zusammen halt, ne? Mit denen du auch sowas zu tun hast. Vor allem, wenn man so groß geworden ist. Man sieht das ja, wie gesagt, dann damals schon im jungen Alter, bei den Älteren, wenn die am Grenzen sind oder so, und dann weiß man auch, irgendwann gehörst du auch dazu. Es ist halt alles so ein Ablauf, wie wir Kindheit halt einfach groß werden, ne? Und dann freut man sich halt Jahr für Jahr darauf. Ja. Zum Schmücken, da müssen halt die ganzen Röschen gedreht werden, mit denen der Bogen oder das ganze Grünzeug geschmückt werden, die Maibäume, und dann müssen die Bänder gedreht werden. Das ist halt Aufgabe der Maifrauen dann immer in der Grenzwoche. Also wir haben auch eigene T-Shirts und eigene Polos, das schon, aber es ist halt immer noch ein Junggesellenverein, ne? Es ist halt keine Mai-Gesellschaft und also wir sind da quasi eher so im Hintergrund. Klar, wir helfen auch und ja, wir haben aber nicht so, ja, was heißt die Macht? Ja, also wir dürfen halt so nichts entscheiden, sage ich mal. Wäre halt schön so ein bisschen mehr was sagen zu dürfen. Ja, man bekommt halt auch schon mal öfter zu hören, ja, da sind Frauen sind da nicht dabei oder Frauen haben da nichts zu suchen oder so. Gut, dann ist das so, wenn es die Männer glücklich macht. Also ich persönlich bin auch mittlerweile daran gewöhnt, dass es so ist und ich weiß, dass es das wahrscheinlich auch nie ändern wird, zumindest in der Zeit, wo ich noch dabei bin. Und ich meine, die machen das ja auch gut, die Jungs, gar keine Frage. Ist halt so, ist halt die Tradition, ist halt ein Junggesellenverein, das ist dann halt so. Ja. Ja, bitte. Ja, hier vorne, aber sieht man nicht. Ja, du meinst jetzt hier vorne? Ja. Prinzipiell kann man es auch ohne Freunde machen, aber ich habe mir immer gesagt, ich würde es niemals ohne halt eine feste Freundin machen, weil A, verbringen wir halt extrem viel Zeit zusammen. Wenn man es jetzt mit jemandem macht, den man nicht so gut kennt, dann gibt es natürlich mal eher Stress, weil es ist halt immer alles so ein bisschen stressig, egal wie gut man sich vorbereitet und so. Und ja, ich finde es einfach schöner, wenn man dann mit seiner Freundin da vor den Leuten aus dem Haus rauszieht und am Königstisch sitzt und so, als wenn man es einfach nur mit einer guten Bekannten oder sowas macht. Ja. Der ganze organisatorische Kram, Getränke, Bierwagen, Zelte aufstellen, wo bringt man die Leute unter? Man muss ja auch immer vorbereitet sein, falls es mal regnen sollte. Ich habe die selber gemacht. Ich dachte, ihr hättet die Dinger selber gemacht. Ja, doch auch. Räumst du selber, als ob die selber gemacht haben. Ach, schön, hey. Schöne Lampe hier muss, ne? Du bist so stark. Ne? Hallo. Thomas, grüß dich. Hallo. Steck doch einen Draht durch die Folie. Bist du hier? Das sieht schon scheiße aus, Gustav. Also das ist schön. Nee, das. Also wenn der sogar ich gehe. Ja, ich wollte das nicht da ausmachen. Felix, die Dinger soll ich dir jetzt schon hast keine 10 Minuten. Mach doch ein bisschen Shampoo drauf, kannst du die Haare waschen. Mein Vater war auch selbst ein Junggesellenverein, die haben sich auch, meine Eltern haben auch darüber quasi kennengelernt. Also mein Vater hat meine Mutter damals auf der Maiversteigerung auch gekauft und sind im Zug gegangen und dann haben sie halt irgendwann geheiratet. Ja. Und deswegen sind die da natürlich dann auch dahinterher, dass ich das weiterführe und sind auch froh, dass ich das dann schon mal König machen wollte. Ja, also es ist halt Tradition, dass man halt die ganze Nachbarschaft einlädt. Die passiven Mitglieder werden eingeladen, Familie, Freunde, Bekannte. Der Verein sowieso, da hat man dann relativ flott das halbe Dorf dann da stehen. Ist natürlich auch eine Kostenfrage, die ganzen Leute dazu bewirten, und das wissen halt die Leute, die da kommen, und die Nachbarn auch. Und man kalkuliert es halt auch mit ein, wenn man Maikönig macht, dass man halt auch finanziell unterstützt wird. Deswegen bekommt man halt von jedem dann halt einen Umschlag oder was auch immer dann geschenkt oder Spirituosen, also ein Kram, den man gebrauchen kann an so einem Fest. Einmal Blumen für dich und Alkohol für sie. Das hat ihr das gut. Von allen zusammen. Die Firma hat irgendwie einfach mal alles. Ich arbeite Richtung Aachen von hier, und irgendwo ist halt so eine Grenze, wo das halt aufhört mit dem Junggesellenkram. Die meisten, die bei uns arbeiten, die kommen halt aus Aachen selbst und kannten das auch nicht. Die konnten damit alle nichts anfangen, und dann habe ich natürlich eingeladen, als es dann jetzt zum Abschlussgrenzen ging, und die sind noch einige gekommen und haben Spaß gehabt. Danke. Ich bin jetzt eigentlich auch nicht so der Mensch, der jetzt unbedingt im Mittelpunkt stehen muss. Deswegen war das jetzt zum Beispiel auch, wenn man da samstags oder vor allem sonntags aus dem Haus rauskommt, da war ich dann doch schon sehr aufgeregt und habe dann zeitweise auch gesagt, okay, du gehst jetzt einfach nicht raus, weil ich sehr aufgeregt war. Aber ja, das ist jetzt auch, also so ist es ja nicht schlimm. Es passiert ja nichts Schlimmes, und die Leute freuen sich alle für einen, und das kann man, also das kann man schaffen. Man fühlt sich doch schon irgendwie wie so eine Prinzessin, finde ich immer so. Vor allem, wenn man dann auch noch Maikönigin ist. Also eigentlich total eine tolle Sache. So dann mit den Reifröcken und dann überall Glitzer oder Spitze. Es ist schon schön, mal so in einem Kleid so stecken, ja. Auf das Niesel Königshaus! Ein dreifach kräftiges Gut! Schön! Gut! Schön! Gut! Schön! 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 Gib mich! Gib mich! Fürchtet euch nicht! Gesicht ist nicht! Als ich eingetreten bin, da waren wir 30, 35 und dann jetzt zur Höchstzeit halt 60 Mitglieder, und dann sind wir schon einer der stärkeren Vereine hier in der Gegend. Es ist halt, finde ich, so wichtig, dass es den Junggesellenverein gibt, weil der lässt halt auch so viele so Freundschaften wieder aufleben, die dann halt nach der Grundschule verloren gegangen sind. Man knüpft auch neue Freundschaften mit Leuten, die älter oder jünger sind, was man halt nur durch die Schule so halt nicht getan hätte. Und da entstehen halt so Freundschaften, die dann halt das ganze Leben über halt, lang erhalten bleiben, und ja, dann auch profitieren dann zum Beispiel die Schützenvereine davon, also der Schützenverein davon, dass dann halt viele Leute dann gesammelt dann in den Schützenverein eintreten und da dann weiter aktiv sind, oder der Fußball lebt davon, weil viele Leute dann auch aus dem Junggesellenverein dann zusammen Fußball spielen hier im Ort. Also die meisten sind halt stolz, dass sie die Tradition halt am Leben halten können. Klar, du hast deine Kumpels vorher schon, aber dieser Kreis wird halt deutlich größer, weil man verbringt schon mit den Junggesellen halt sehr viel Zeit. Wie gesagt, es sind ja so 1,5 Monate, die man da zwischen April und Mitte, Ende Juni verbringt. Und man sieht sie halt jedes Wochenende. Dadurch stärkt sich auch Freundschaften. Du entwickelst neue, stärkere Freundschaften. Du bist halt schon mit einem größeren Personenkreis unterwegs. Ne? Wo es halt wie so eine Gemeinschaft, die sich findet, dann immer stärker zusammenwächst. Ne? Ich muss mich orientieren hier. Ich habe es mal versucht, auf der Arbeit zu erklären. Es ist nicht so einfach. Ich glaube, ehrlich gesagt, ist das gar nicht so wirklich möglich. Man muss es einfach mal leben oder einfach zu den Festen selber gehen, damit man sieht, für was das steht. Das kann man eigentlich gar nicht in Worte fassen, wenn ich ehrlich bin. Als wir Maikönig gemacht haben, stand ja auch das Jubiläum im Mittelpunkt, aber dann beim Abschlussgrenzen und auch beim Maizug oder beim Königsball, der freitagsabends war, steht man natürlich als Maikönigspaar im Mittelpunkt, weil man den Eröffnungstanz macht. Man tanzt natürlich den Königswalzer, der alleine schon des Namens wegen, so man da im Mittelpunkt steht. Am meisten Spaß hatte ich eigentlich am Königsball, einfach da oben zu sitzen mit dem Königshaus, seinen Freunden, wo man dann Spaß hat. Ich hatte auch bei den Tänzen, gut, war man vorher ein bisschen aufgeregt, aber gut, hat man vorher 2 Gläser Wein getrunken, dann ging das auch. Auch einfach diese Gemeinschaft, das macht halt super viel Spaß. Und ja, auch einfach dieses Dorfleben irgendwie. Es ist total schön, samstagsabends, dass alle so auf dem Zelt sind, dass dann wirklich die ganzen Leute kommen, ne, sich in diesem Zelt versammeln und einfach, dass da absolute Party ist halt auch. Ne? Das ist halt mega cool. Und halt die Kleider. Das ist halt für eine Frau Wahnsinn. Also jede Frau, die sollte mal in so einem Kleid gesteckt haben, finde ich. Ich hoffe, du weißt das. Tut mir so leid von der Hand. Von der Hand. Von der Verehrte Musiker und Junggesellen, liebe Freunde, wir haben uns heute hier versammelt, um den Mitgliedern Ehre zu zollen, die in unserer nun 175-jährigen Vereinsgeschichte von uns gegangen sind. Unter ihnen Maikönige, einfache Zimmerleute, Korbmacher, aber vor allem eins, Vorbilder. Welcher Verein kann auch nach 175 Jahren bestehen und sich behaupten, dass die Jugend so begeistert wie der Junggesellenverein? Wir sollten deshalb unseren Gründungsmitgliedern für die Grundwerte Toleranz und Offenheit danken. Dann geht es irgendwann zum Frühschoppen bis um 3 Uhr. Dann wird dann halt im Zelt gebrüllt, austrinken und aufstellen. Wunderschön. Können wir uns bitte in den Schatten aufstellen? Guck mal hier, da, guck mal, da muss das sein. Dann müssen halt die jeweiligen Vereine eingewiesen werden, wo sie zu stehen haben. Jeder kriegt eine Zugreihenfolge. Natürlich muss geschaut werden, dass die auch eingehalten wird, weil die tauschen auch schon mal gerne untereinander. Ja, und dann wird sich irgendwann in Bewegung gesetzt und zum König marschiert. Ne? Und dann wird halt die große Runde durchs Dorf gehen, die Kleider werden dann präsentiert. Und dann ist dann irgendwann Ausklang im Zelt. Wunderschöne Freundschaften sind geknüpft worden durch die verschiedenen Beziehungen zwischen den Vereinen. Und es gibt auch Leute, die man nur zu dieser Zeitpunkt des Jahres sieht, weil sie eben irgendwo komplett anders wohnen oder studieren oder sonst was tun. Und das finde ich eine ganz tolle Sache, dass wir den Austausch inzwischen mehr haben. Der Grund, warum wir jetzt uns viel mehr besuchen, ist, dass Geld in diesen Verein kommen muss, damit man eben ein Fest feiern kann, damit man ein großes Jubiläum feiern kann. Im Mai, im Juni, und da hat man eigentlich kein freies Wochenende, weil dann ist immer irgendwo Maifest, freitags oder samstags und sonntags dann auch der Zug, und da sollte man dann auch immer mitgehen. Wenn man irgendwo hinfährt, dann gehört es halt zum guten Ton, dass man als Maikönig dann versucht, immer dabei zu sein. Um halt auch als, ja, man repräsentiert ja den Verein, weil es macht halt einfach Spaß, man kennt halt die Leute, die man da trifft, auch von den anderen Ortschaften. Ist immer schön, weil halt auch der Altersschnitt auf so Maifesten ist halt niedriger, als wenn man jetzt auf ein Schützenfest feiern geht. Als Vorstandsmitglied musst du mit einer Maifrau gehen. Meine Freundin, die hatte zum Beispiel mal gesagt, das ist nicht so meins. Und jetzt zum Beispiel meine alte Klassenkameradin, die sagte, ja, voll die Ehre, dass ich da mitgehen darf. Voll viele freuen sich auch darüber. Die Krönung, der Höhepunkt des Jahres, dass man im Maizug mitgeht. Mit einer Frau, die man sehr gerne hat. Eine Frau, mit der man gut, die man gut findet. Gerade im ländlichen Raum, wo es nicht viel zu unternehmen gibt. Körrenzig hat keine Kneipe, im ganzen Umland gibt es kaum Ausgehmöglichkeiten. Und es ist halt auch die Gelegenheit, dann Mädchen, was man eben gerne hat, zu fragen. Und ich glaube, dass das sich so in anderen Regionen, gerade in urbaneren Regionen, schwierig darstellt. Dank für die Arbeit der letzten Tage, die von euch allen tatkräftig erledigt wurde. Danke. Ja, ich meine, jeder Junggeselle ist froh, sag ich mal, wenn die Mai-Saison gelaufen ist, weil es halt kräfteraubend ist. Aber jeder Junggeselle fiebert auch quasi schon Ende des Jahres schon wieder auf das neue Jahr hinzu. Wenn es dann wieder losgeht, wenn man weiß, es geht wieder zum Kränzen, wenn die erste dicke Trommel ertönt, man weiß, es geht zum Frühschoppen und so was, da ist schon, da geht, sag ich schon mal, das Herz des Junggesellen auf oder so, ne? Ja, ich meine, der ganze Verein ist natürlich Tradition. So. Ich meine, das machen schon seit zig Jahren, setzen sich da viele Jungs zusammen, einfach nur um diese Gemeinschaft zu halten. Unter den Körn, ich meine, dadurch entstehen ja Gemeinschaften im ganzen Dorf. Ich meine, alle, die jetzt im Junggesellenverein sind, in 50 Jahren, wenn wir alle hier alt noch im Dorf wohnen, so, dann kennt man sich immer noch oder ist immer noch befreundet. Dieses Gemeinschaftsgefühl, zusammen etwas Tolles, Geiles auf die Beine zu stellen, das finde ich eine ganz tolle Sache und das ist, glaube ich, eine Sache, die man in Körrenzig in keinem anderen Verein so finden könnte. Wenn man hier schon die ganze Zeit, praktisch fast eine ganze Jugend, bis man geheiratet hat, in diesem Verein verbringt, das prägt natürlich ein. Also ich habe absolut halt hier meinen Lebensmittelpunkt. Wie gesagt, ich bin hier aufgewachsen, wir haben einen relativ großen Freundeskreis, auch bedingt durch den Junggesellenverein. Wir machen eigentlich jede Woche was. Ich denke mal, mittlerweile ist Simon auch gut integriert, kennt hier auch viele Leute. Ich glaube nicht, dass es bereut hat, nach hier zu ziehen. Ja, und deswegen habe ich auch immer geschaut, dass ich meine Arbeit so aussuche, dass ich halt hier bleiben kann. Und das ist mir schon sehr wichtig. Ich finde, das ist unglaublich, also finde ich jetzt Wahnsinn, wie viele junge Leute hier in so einem Dorf wohnen, die halt auch Spaß an den Vereinen haben, die da hier halt aber auch nicht weg wollen. Die Leute haben eigentlich alles, womit sie glücklich sind.